hier wieder schnell raus, dass wir das ein bisschen reingesetzt. Ich weiß ja schon, was das hier ist. Und vielleicht können wir das auch ausdrücken. Oh, das ist sie. Mann, hat die einen geilen Arsch. Wir meinen den Raumflieger, nicht das Poster, okay? Mann, hat die ein geiles Heck. Sprachlich und sachlich. Das Ghost, das nicht auf unserer Ebene müssen wir. Hey, was soll das wieder heißen? Nix, Gust, nichts. Versage, halt die Klappe, du kannst von jeder Frau träumen, aber kriegen wirst du nie eine. Das abgesessen. Um auf das Thema zurückzukommen, sind wir genervt. Mit diesen Dingen kommt ihr problemlos an alle Orte. Auch zum Schreien. Aber seid euch sicher, wenn wir die Rätsel der Tempel nicht gelöst haben, würden wir ihnen zum Beispiel nicht passieren können. Sag mal, was ist eigentlich mit dem guten alten Weisen geworden? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich zu meinem Dämonenstadt mutiere. Ich fühle mich so komisch. Gustav, du kommst mit, ausreden, helfen sie nun auch nicht. Ich bin mir nicht so sicher, dass wir beim Schrein auf den Dämonen treffen. Irgendetwas hat das mit Lena zu tun. Wahrscheinlich will sie es allein versuchen. Wenn sie meint, es könnte auf eigene Freiheit übernehmen zu können. Bitte? Mit diesen Waffen kann man den Dämonen ohnehin nicht schaden. Ich sitze schon lange dran, Waffen zu bauen, die den Dämonen zu schaden. Und diese sind die Dämonen fast unbesiegbar. Andererseits, wenn Reden eine Dämonin ist, werde ich bezweifeln, dass sie noch eine von uns ist, die uns helfen wird. Ja, wir sollten uns daran machen, Reina vor sich selbst zu retten. Sie kann mit dem Waffen wahrscheinlich nichts anrichten. Dazu ist sie wegen ihr die ganze Stadt im Kosten haben zu machen. Das braucht nicht sein. Gehen wir. Reden hilft nicht weiter. Taten müssen sprechen. Ich stelle den Flieger vor die Stadt. Ich hoffe, es klappt. Alles besser. Hoffentlich auch. Geiler Arsch, Gustav. Geil. Bester Satz ever. Steht schon vor. Ja. Ich glaube, einen besseren Satz gibt's nicht. Geiler Arsch. Ja, mal sehen. Wir müssen die Tempelrätsel lösen und neues Flugzeug. Tempelrätsel, uns fehlt ja noch eins, und zwar beim, genau hier. Und das will ich mir jetzt mal schnappen. Der Lichttempel. Und danach wollen wir mal gucken, dass wir noch ein paar Rekas fangen, weil ich weiß, dass wir noch einige Rekas brauchen, um weiterzukommen. Ja, diese Markierungen sind die Türen. Etwas unübersichtlich, wenn man es nicht weiß, aber doch ein bisschen herausgehoben. Okay, und das hier ist Phoenix-Fehler und eindeutig der falsche Weg. Was soll das? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in diesem Tempel gibt es auch überhaupt gar keine Monster. Den hätte ich ruhig schon auch früher schon mal sehen können, aber egal. Okay, hier ist es. Unsere Schalter hört sich nicht. Okay, dann war es. Ich muss erst die 3 oder 4 Rätsel aktivieren, um da durchzukommen. Dann schauen wir uns mal das an. Ein Schieberätsel. Ein viel zu einfaches Schieberätsel. Und schon Schalter Nummer 1 aktiviert. Ich wette, die haben sich dieses Rätsel hier komplizierter gedacht. Hat aber nicht ganz funktioniert. Mal sehen. Tür Nummer 4 wäre das jetzt. Ah. Okay, das ist. Also bis zu dem kann man. Okay, ich habe gerade wieder vergessen, wie das insgesamt ging. Also okay, bis zum letzten nicht. Ah. Ja, solche Rätsel mag ich eigentlich gar nicht. Das war auch das Falsche. Meine Augen machen nicht mehr mit. Das. Okay, das war schlecht. Moment, das hier war gut, aber. Na gut. Hä? Ah, gemein.
Das war jetzt einfach nur gemein von den Programmierern. Okay. Karte betätigt und weiter geht's. Halt. Ich verzichte auf die Truhe. Man hat trotzdem mal eine Truhe versucht. Okay, das war mit Türen zu. Okay. Ein Handy. Klappe ein. Ah, das war das verdammte Rätsel. Die Statuen blickten den Osten. Noch bevor sie dem hinteren Horizont zuwenden, wenden alle drei Frieden den Westen ab. Warte! Also, das. Okay, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das. Ich mach das nachher. Ich mag halt die so. Oh. Was zur. Ich verdrehe gerade ein bisschen meine Augen. Ich will das an der Drehrätsel noch zu machen, um irgendwas zu machen. Und natürlich komme ich hier jetzt schon durch. Okay, 1. Plattform rührt sich nicht. Okay. Also, wir haben nur noch einen Rätselraum, den wir machen können. Der andere ist noch irgendwie verschlossen. Und ich habe 3 Himmelsrichtungen dort gegeben. Also, die Statuen blicken den Osten. Noch bevor sie sich dem hinteren Horizont wenden, wenn das geschehen ist, sollten alle drei in friedlichen Westen abblicken. Also, alle drei blicken nach Osten. Ich habe einen Soundgeräusch gehört. Da bist du wirklich so alt. Und dann nach hinten. Und dann friedlich in der Knie. Halt. Wie ist das jetzt das Westen? Osten, um dann friedlich in den Westen zu gehen. Okay, und das letzte ist dann wieder Anfangsstellung. Quatsch. Das liegt dort. Jetzt aber. Schalter betätigen, gut. Weiter im Tempel. Einfach nur alle drei Statuen parallel mal drehen. Scheiße, ich weiß gerade nicht, wie ich hier dem Teil des Tempels weiterkomme. Also, habe ich irgendwas übersehen bei dem Ganzen? Hier war komischerweise nichts. Vielleicht irgendwas zu übersehen, außer die Truhe? Nee. Dann schaue ich nochmal bei den Schaltern vorbei, eventuell hilft das ja. Okay, der ist auch aktiviert und der auch, gut. Dann kann ich jetzt weiter. Schalter betätigt und Steinplatte eingesammelt. Gut, da habe ich jetzt eine Steinplatte. Handy. Jetzt habe ich 2 Handys. Speichern und. Jetzt kann ich hier unten wieder mal vorbeischnuppern. Ja, es ist weg. Wie was zur Gemeinheit. Okay, das war. Ist zeitlich
begrenzt.